Spaß. Vielen Dank für die einführenden Worte. Und auch herzlich willkommen heute zu unserem Workshop zum Thema regionales Suchmaschinenmarketing. Liebe Grüße auch an den Geräten zu Hause in Deutschland, Schweiz und Österreich. Beziehungsweise natürlich auch schön, dass ihr gekommen seid zu unserer heutigen Präsentation. Worauf soll man überhaupt achten, wenn ich mich mit dem regionalen Suchmaschinenmarketing speziell auch auf Google auseinandersetzen will? Wir haben einen kleinen Fahrplan, wie es auch schon die Überschrift sagt. Das heißt, ich habe das mal so versucht, in sieben Steps einzuteilen, welche Elemente, welche Aufgabenbereiche im Suchmaschinenmarketing generell zu beachten sind, um letztendlich natürlich auch gefunden zu werden, Reichweite zu generieren und natürlich dann auch sein Business organisch wachsen zu lassen. Ja? Ich werde kurz was über meine Person erzählen, werde kurz mal auf das Thema regionales Suchmaschinenmarketing eingehen und dann gehen wir eigentlich auch schon gleich in die Materie und schauen, okay, welche Aspekte gibt es dort zu berücksichtigen. Ich setze mich aktuell seit 2008 mit Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung auseinander, habe nach meinem Studium in Erfurt eine eigene Werbeagentur gegründet, aber auch parallel dazu ein Online-Portal für Best Ager und Senioren, das nennt sich basenio.de. Ist eine Kombination aus Ratgeber, Marktplatz, aber auch Erlebnisgutschein, vor allem im deutschen Raum. Und seit 2018 haben wir auch eine Außenstelle in Zürich gegründet mit dem Adrian Sandmeier und seiner Firma von Ustream. Er übernimmt heute sozusagen, wie es auch der Name schon sagt, das Streaming. Und wir wollen einfach auch schauen, wie geht so ein Modell auch vielleicht größer zu skalieren, wie kann man auch das Thema Wissensbildung, Wissenserweiterung auch in diesem Segment weiter forcieren, auch hier in der Region, in der Schweiz. Genau. Aktuell habe ich ungefähr 15 Mitarbeiter in Deutschland für die Werbeagentur und ungefähr 9 Mitarbeiter von Basenio. Das ist so in den letzten 7 Jahren entstanden und hat eine eigene Dynamik angenommen. Wir waren glücklicherweise nicht so hart betroffen von der Corona-Krise wie vielleicht andere Branchen, sondern das Online-Marketing-Thema hat weiter an Fahrt aufgenommen. Budgets werden weiter verteilt in das Online-Marketing-Segment, weil es natürlich auch dort viel zu gewinnen gibt. Ja, wenn ich generell über das Thema Suchmaschinen-Marketing spreche, spreche ich eigentlich immer über zwei Aspekte. Das ist einerseits sozusagen das organische Ranking über Suchmaschinenoptimierung, aber auch natürlich die bezahlten Anzeigen über die Search Engine Advertisements, die dann wieder untergliedert sind mit Suchanzeigen, Display-Werbung, Banner-Werbung, Google Shopping und so weiter. Das sind so da die drei zentralen Aspekte. Und wenn man sich anschaut, okay, was passiert eigentlich in der SEO, ja, dann bin ich eher in den Themen drinne, normale Suchanzeigen. Dann bin ich aber das, was heute auch unser Hauptthema sein wird, ist das Local Snack Pack, das ist das Thema Google My Business und wie ich dort natürlich auch in diesen Google Maps auch auffindbar bin. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein sogenanntes Video Search, ein Videokarussell, was ausgerollt wurde letzten Jahres ganz dominant als zweitgrößte Suchmaschine der Welt, sprich YouTube, gehört natürlich zu Google. Da gibt es natürlich auch eine starke Verbindung zwischen Video und Content und natürlich auch die Bildersuche, die ebenfalls noch mit hineinspielt, was dann aber immer themenspezifisch dann ausgerollt wird. Generell ist die Frage, warum ist überhaupt Suchmaschinenoptimierung oder generell das Suchmaschinenmarketing so relevant? Ja? Und vor allem, warum ist vor allem ein regionaler Bezug so relevant? Es gibt ein paar Statistiken aus den USA und man geht aktuell davon aus, dass ungefähr 46% der Suchanfragen einen Lokalbezug haben auf Google. Also fast die Hälfte aller Suchanfragen, die täglich eingegeben werden, haben irgendwo einen regionalen Bezug. Ja, sei es das Restaurant um die Ecke, sei es meinetwegen der Dienstleister oder sei es meinetwegen, ich suche ein Produkt und finde heraus, dass ich es auch lokal kaufen kann, ne? Oder dass vielleicht der Anbieter ein lokaler Anbieter ist. Ne? Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, okay, wie kann ich mich lokal positionieren auf Suchmaschinen? Und diese Frage wollen wir heute klären und wollen euch auch mehr Informationen geben, wie man da generell auch strategisch rangehen sollte. Genau. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die mobile Suche. Das heißt, im mobilen Bereich ist es so, dass ungefähr 30% der Suchanfragen einen mobilen Hintergrund haben. Also ein Drittel der Suchanfragen, das ist schon dominant. Und von daher sollte man sich als Unternehmen, egal ob man Einzelkämpfer ist oder ein global agierendes Unternehmen ist, sollte man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Damit setzen sich auch schon viele auseinander. Aber wenn man weiß, welche Knöpfe man drücken muss, kann man schneller erfolgreich dort auffindbar sein. Ja, also dieses Potenzial sollte man definitiv nutzen. Genau.
Hier sehen wir jetzt das Thema Google Snack Pack. Ja, wie man das jetzt nur nennen will, ist das jetzt Google My Business oder welche Bezeichnung man hat, das ist, glaube ich, egal. Wichtig ist, wir haben 3 Top-Ergebnisse im regionalen Bereich, ja, die idealerweise auch mit Sternebewertung versehen sind. Ja, oben drüber sieht man aber auch, je nach Thema, auch Anzeigen. Das heißt, erst kommen bis zu 4 Anzeigen über dem Google Snack Pack, dann kommt das Produkt Google My Business bzw. das Google Snack Pack an sich und hier unten kommt dann erst das erste organische Ergebnis. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, bringt mir überhaupt diese Platz 1 Positionierung mitunter überhaupt den erwünschten Traffic? Und wenn ja, wie viel Traffic bringt mir überhaupt noch diese Platz 1 Positionierung, wenn hier oben schon die wesentlichen Fragen im Suchmaschinenmarketing geklärt werden? Ja, das heißt, der Nutzer sucht, wird abgeholt, geht weiter. Ja, man geht je nach Thema geht man davon aus, dass die Google Ads 30-50% des Suchvolumens schon abholen. 30-50%. Ja, das heißt, es bleibt hier unten schon gar nicht mehr so viel übrig und teilweise gibt es auch hier Werbung. Ja, das heißt, Google Ads werden auch mit einem lokalen Aspekt auch hier als 4. Positionierung ganz oben angezeigt. Ja, ist auch ein Part der Google Ads, ja, um sich dort zu positionieren. Und dann ist natürlich die Frage, was bleibt am Ende des Tages wirklich auf der Platz 1 im organischen Ranking übrig? Das heißt, ich muss unbedingt in diese Regionalität reinkommen, ja, wenn ich dafür sozusagen kein Geld ausgeben will, um Sichtbarkeit zu generieren. Ja, und das ist dann auch die Entscheidung, dieses Invest oder dieses Thema auch aufzugreifen. Manchmal passiert es auch, dass nicht nur lokale Ergebnisse kommen, sondern, was ich auch eben schon erwähnt habe, auch Videos. Das heißt, man kann Videos auch regional ausrichten, indem man Keywords in den sogenannten Title oder in die Description auch platziert. Ja? Wie das funktioniert und welche Keywords das sein können, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie ich die überhaupt erstmal identifiziere. Weil wir wollen hier nicht planlos einfach agieren, sondern wir wollen eine klare Strategie, einen klaren Fahrplan haben, wie ich mich dem Thema nähere. Aber wir wissen, okay, es gibt eine eigene Homepage, komme ich nicht drum herum. Es gibt einen Google My Business Account, komme ich nicht drum herum, den sollte ich aufbauen. Videos werden je nach Themenlage auch interessant, ja, weil die einfach auch besser konsumiert werden. Es ist guter Content, ja. Der Content von Video wird immer bedeutender, auch vom Konsumentenverhalten, ja, weil es einfacher zu konsumieren ist. Aber es gibt natürlich auch die Positionierung von Bildern und Bildergalerien bis hin zu Grafiken. Das muss man dann immer jeweils betrachten von Branche zu Branche. Genau. Ich habe gerade schon angesprochen, wie viel kommt im eigenen Sinne bei Positionierung 1 an. Bei mir jetzt in der Werbeagentur in Erfurt, bin ich bei Werbeagentur Erfurt als Beispiel auf Platz 1 und ich habe mal einen kleinen Auszug gebracht, wie viel von allen Impressionen kommt bei Platz 1 an. Und wir sind ungefähr bei einem Prozentsatz von 9,2%. 9,2%. Und das ist schon dürftig. Ja? Und deswegen ist auch die Bedeutung, in dieses Google Local Snack Pack zu kommen, enorm wichtig. Dieses gibt es aber nicht nur auf Google, sondern es gibt es auch bei Apple Maps, es gibt es aber auch bei Bing Places. Ja? Das heißt, das sind wieder Nischensuchmaschinen, die man ebenfalls natürlich mit nutzen kann, um auch dort auffindbar zu sein. Aber der zentrale Aspekt ist natürlich Google, weil da natürlich das meiste auch abgeht. Genau. Schauen wir uns die wesentlichen Aspekte an, was heißt eigentlich dieser Google My Business Eintrag. Ne? Ich weiß nicht, hat jeder von euch einen Google My Business Account für euer Unternehmen? Keins? Oder nicht bewusst? Weil, ja, du hast einen. Aber die ist nicht gepflegt, müssen wir noch drüber sprechen. Ist nicht sauber gepflegt, nein. Das heißt, es ist ein eigenes Instrument, dieses Google My Business. Und das sind verschiedene Faktoren, die letzten Endes eingreifen, ob ich in dieser regionalen Dreierkombination erscheine oder nicht. Ja? Einerseits natürlich, ist mein Unternehmen überhaupt zu dem Keyword relevant? Also wenn jetzt jemand Bäcker Zürich eingibt und ich bin meinetwegen eine Werbeagentur, da werde ich nicht bei Bäckerei Zürich auftauchen, ist ganz klar. Also es muss natürlich eine Themenrelevanz da sein. Und die Frage ist, wie kann ich diese Themenrelevanz positionieren? Ja? Und natürlich geht es um richtige Beschreibung, die richtige Kategorieauswahl. Ja, man kann Kategorien im Google My Business auswählen. Man kann natürlich auch Firmenbeschreibung einbringen, man kann natürlich auch die Website hinterlegen, die auch einen sehr, sehr wichtigen Faktor hat. Das heißt, wenn ich on-page nicht stark aufgestellt bin
Also meinetwegen, ich bin nicht auf der Seite 1, dann werde ich es auch schwer haben, in dieses Local Snack Pack zu kommen, weil Google auch die Relevanz zwischen Sichtbarkeit der eigenen Website und des Google My Business Accounts auch sieht. Ne? Und die Frage ist, wie kann ich auch diese Off-Page-Optimierung sind sozusagen Signale, die von außen kommen, Verlinkungen, Unternehmensnennungen, Backlinks im weitesten Sinne, um letztendlich auch mit Reputation weiter forciert zu werden. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich Aktualität der Unternehmensdaten. Das fängt bei Öffnungszeiten an, das fängt an, wurde mein Unternehmen als Covid-19 geschlossen deklariert und ich habe es nicht wieder geöffnet. Google hat generell alle lokalen Läden erstmal mit geschlossen deklariert und wer sich nicht darum kümmert, bleibt auch noch geschlossen. Natürlich habe ich dann Schwierigkeiten, dann auch mich zu positionieren, wenn ich nicht geöffnet habe. Öffnungszeiten sind sehr wichtig zu definieren. Online-Termine kann man ebenfalls mit einbinden. Man kann verschiedene Öffnungszeiten für die Zugänglichkeit definieren. Man kann Öffnungszeiten online definieren und viele andere Varianten, die jetzt auch Google im Rahmen von Covid-19 auch ausgerollt hat. Das heißt, einfach die Möglichkeiten versuchen zu nutzen, die im Google My Business auch schon jetzt vorhanden sind. Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die Reputation und der Ruf. Ja? Das ist ja natürlich logisch. Wenn ich eine Brand habe, eine Marke habe, habe ich natürlich auch ein anderes Klickverhalten, ein anderes Suchverhalten auf meiner eigenen Brand. Das heißt, mit steigender Bekanntheit steigt natürlich auch meine Relevanz. Ja? Und diese Relevanz wird von Google ganz klar gemessen, ob meine Brand gesucht wird oder nicht. Ja? Auch das ist ein wichtiger Unterscheidungsaspekt. Und da kann natürlich auch ganz klassische Offline-Kampagnen können dort helfen, um die Markenbekanntheit zu fördern. Natürlich auch Social-Media-Kampagnen können helfen, meine Marke bekannt zu machen und viele, viele andere Möglichkeiten, ja, die nicht nur online stattfinden müssen, die aber von Google auch ausgewertet werden. Ja. Und natürlich auch die Entfernung zum Standort. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich für Zürich ranken will, bin ich im Zentrum, sind dort meine potenziellen Kunden, weil da vielleicht viele Unternehmen sind, oder gehe ich lieber in eine Nische, meinetwegen wie hier am Rande des Zentrums und positioniere hier auf der sogenannten grünen Wiese mein Unternehmen, habe ich halt weniger Wettbewerb. Also in Ballungsräumen ist der Wettbewerb wesentlich höher um diese drei Positionierungen als meinetwegen im Speckgürtel oder in der Peripherie. Auch logisch. Ja? Hier haben wir nochmal so eine Übersicht dieser Leiste vom Google My Business. Ja, ich habe die allgemeinen Informationen, ich kann dort Fotos implementieren, ich kann dort Videos implementieren. Auch Nutzer posten natürlich auch Videos und Fotos über mein Unternehmen. Und da muss ich natürlich schauen, passen die Fotos vielleicht auch immer? Vielleicht sollte ich auch schauen, manchmal muss ich welche auch melden, die einfach gar nicht dazu passen. Ne? Aber den Überblick und die Aktualität ist hier wieder ein ganz zentraler Punkt. Und was natürlich auch wichtig ist, ich bekomme hier auch ganz klare Statistiken. Das heißt, ich bekomme eine Auswertung, wie häufig auch mein Google My Business Account auch aufgerufen wird. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Aufrufe separat über die Search-Konsole zu tracken. Da muss man im Grunde nur eine Short-URL entwickeln, definieren und die muss man dann hinterlegen mit einer Weiterleitung. Einfach nur mal googeln, Google My Business Tracking. Und dann kommt ihr eine Anleitung in drei Schritten, wie ihr diesen Link produziert und wie ihr ihn einbindet, einfach nur als URL hinterlegen. Und dann sollte man auch eine sogenannte Search-Konsole implementiert haben. Das ist sozusagen ein Code, der in den Header reinkommt, der euch die Informationen gibt, wo steht eure Seite organisch, ja, welche Impressionen bekommt ihr, welche Klickraten habt ihr, auf welchen Keywords und welche Klicks habt ihr. Aber ihr bekommt auch natürlich technische Hinweise von Google. Und wie man diese technischen Hinweise identifiziert und auswertet, ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Wir gehen nachher mal ganz kurz drauf ein. Ja? Jedes Vierteljahr ein Telefonanruf. Das ist Google Ads. Das ist Google Ads. Bei Google Search, da verdienen die nicht so viel Geld, von daher ist das nur ein Service in dem eigentlichen Sinne. Genau. Aber auch hier wichtig, Daten sammeln, Daten identifizieren, wissen, wo stehe ich. Ja? Nur das schafft natürlich auch die Transparenz, um Entscheidungen zu treffen und auch zu verifizieren, ist das für mich sinnvoll oder ist es für mich nicht sinnvoll. Ja? Genau. Rezension ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie kommt man an Rezension? Entweder ich habe meinetwegen ein Restaurant und es gibt diese Push-Nachrichten direkt aufs Handy, wenn die Nutzer das zulassen und werden dann darum gebeten, waren sie an diesem Ort, bitte hinterlassen sie eine Rezension. Das ist die eine Möglichkeit, um Rezension aufzubauen. Für Dienstleister ist es nicht immer so einfach. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Veranstaltung nutze, werde ich euch am Ende fragen, bitte bewertet mein Google My Business Profil.
Und es ist einfach eine permanente Fleißarbeit, Leute anzusprechen in seinem Umfeld, einen selber zu bewerten. Viele Leute haben ja die Kundenkontakte, nutzen diese aber nicht und kommunizieren das nicht. Das heißt, ich kann mir auch eine URL ziehen von meinem Google My Business Account oder vom Google Maps, meinetwegen per WhatsApp schicke ich das an meine Kunden direkt raus. Auch eine einfache Möglichkeit, einfach nur darum zu bitten. Das ist kostenfrei, ist eine Fleißarbeit. Es gibt aber Strategien darüber hinaus, um letzten Endes Kunden zu motivieren, einen zu bewerten. Zum Beispiel Gratis-Café bei Tada im Coworking Space. Ein Café, das ist jetzt kein hohes Invest, aber ich kann jemanden belohnen, indem er mich auf Google My Business bewertet. Und plötzlich werdet ihr sehen, mit einem Kaffee und dem Durchlauf in so einem Coworking-Space werde ich innerhalb von wenigen Monaten 100 Bewertungen erreichen. Anderes Beispiel, eine Fahrschule, die ich betreue, den habe ich einfach empfohlen, jeder, der euch im Theorieunterricht sozusagen gegenüber sitzt, fragt die Kunden oder die Jugendlichen, bitte bewertet mich auf Google My Business und ihr bekommt eine Fahrstunde gratis. Plötzlich hat er 100, 200 Bewertungen gemacht und das hat er einfach nur mal so lange gemacht, bis es ihm reicht. Ja? Und dann investiert er einfach mal 100 Stunden und hat aber entsprechend 100 Bewertungen. Andere Anbieter kommen da nicht so schnell hinterher. Also es geht um einfache, logische Konzepte, um Rezension aufzubauen. Ja? Bei Online-Shops zum Beispiel kann ich am Ende automatisiert Mails rausschicken, um diese Bewertung zu forcieren. Ja? Meistens ist es aber so, dass man auch bei Online-Shops erst eine interne Abfrage startet, wie zufrieden waren Sie mit der Bestellung, meinetwegen eine Woche später nach der Bestellung. Und erst wenn er dann mindestens 4 Sterne eingibt oder nur 5 Sterne, bekommt er dann automatisch die Aufforderung, überhaupt die Bewertung abzugeben, weil wir wollen ja keine 4 Sterne oder 3 Sterne Bewertung in unserem System haben, sondern nur die werden darum gebeten, die auch uns positiv intern schon mal als erste Hürde bewertet haben. Ne? Genau. Fotos, Videos, habe ich schon kurz erwähnt, kann man wunderbar implementieren, kann man auch regelmäßig implementieren, auch über die sogenannten Textnachrichten. Das heißt, es gibt unter dem Google My Business Profil, wenn man meinetwegen die eigene Brand sucht, kann man Produkte platzieren, kann man Dienstleistungen platzieren, Kategorien, aber auch meinetwegen, wir suchen neue Mitarbeiter oder wir haben irgendwelche Events oder ähnliches, kann man auch dort alle 7 Tage, wird das immer dann sozusagen gewechselt, kann man auch dort Textnachrichten auch positionieren. Genau, bisschen auch zum Thema, wenn es für mich affin ist, Buchungsbutton, Terminvereinbarungsbuttons können auch mit implementiert werden im Google My Business. Ja? Also es ist eine relativ schnelle Geschichte. Die Anmeldung, Verifizierung und auch das Ausfüllen ist man normalerweise in einer Stunde bis 2 Stunden durch. Manchmal verlangt er noch eine Postkarten-Authentifizierung, das heißt man bekommt einen PIN-Code und kann dann erst nach ein paar Tagen dann das Konto freischalten. Aber entscheidend ist, kümmert euch um die Rezensionen. Baut mehr Rezensionen auf als die Wettbewerber. Das ist ein ganz, ganz klares Signal. Wenn andere nur 5 oder 10 Bewertungen haben und ihr seid die Einzigen in diesem Local Snack Pack mit 70, 100 oder 120 Bewertungen, die werden nicht auf die Kleinen klicken. Die klicken nur auf die mit den meisten Bewertungen, weil das steht für Größe, für Professionalität. Und das ist genau der entscheidende Faktor, was wir auch machen wollen. Und natürlich auch, das kann man wieder implementieren auf Bing Places und auf die Apple Maps. Ja? Die beiden Links habe ich hier unten kurz mal aufgeführt. Im Zweifel einfach googeln, auch da kann man die Verifizierung durchführen. Genau. Ein wichtiger Aspekt, Google sieht es zwar in seinen Guidelines nicht so gerne, aber ihr werdet gleich sehen, es bringt manchmal den Unterschied, bestimmte Keywords auch in den Firmennamen zu implementieren. Weil das ist auch eine höhere Suchrelevanz, wenn die Keywords da drin sind. Manchmal sperrt Google dann die Accounts, da muss ich halt vielleicht wieder einen neuen anlegen, passiert aber relativ selten. Vor allem auch, wenn andere Firmen in derselben Branche auch diese Keywords verwenden. Im Zweifel nutzen, weil es bringt auf jeden Fall Vorteile. Ja, auch wenn es nicht gern gesehen ist von Google. Ja? Ebenfalls nicht nur das Keyword reinbringen, sondern auch entsprechend die Regionalität wie die Stadt oder den Ort. Ja, ganz, ganz wichtig. Benutzt auch keine Handynummern, sondern versucht eine lokale Nummer, eine Festnetznummer reinzubringen, weil das wirklich auch stärker für die Regionalität auch steht. Ja? Ist auch für den Nutzer, ist halt eine professionellere Sache. Wie sieht der Nutzer dann auch meine Informationen? Ich habe hier mal einen kleinen Screenshot vorbereitet. Ich werde die Daten kurz erwähnen, weil es, glaube ich, nicht so einfach lesbar ist, beziehungsweise gleich habe ich auch noch eine große Tabelle. Ich habe mir mal das Projekt angeschaut von Tada. Ja, ich habe mir die Website angeguckt, ich habe mir angeschaut, okay, was machen die Kollegen? Und habe mir geschaut, okay, was passiert denn eigentlich in der Zielgruppe von einem Coworking-Space hier in Zürich?
und habe geschaut, okay, was suchen denn die Leute? Ne? Die Optimierung ist meist immer eher auf Coworking Zürich, aber es wird wirklich Coworking Space wesentlich intensiver gesucht. Ja? Coworking Space Zürich hat ein Suchvolumen, obwohl es länger ist, obwohl es eine 3-Keyword-Kombination ist, von 1000 ungefähr im Monat im Durchschnitt wird das gesucht. Die Klickpreise liegen zwischen 3 und 10 Euro pro Klick. Pro Klick. Und da kann man sich auch plötzlich vorstellen, wie wertvoll ein regionales Suchmaschinenmarketing ist oder eine SEO in diesem Local Snack Pack. Wenn ich vielleicht nur 100 Leute über dieses Local Snack Pack erreiche im Monat, dann hat das ungefähr einen Wert zwischen 300 und 1000 Schweizer Franken. Und das ist dann schon mal eine Welle, wenn ich das übers Jahr hochrechne. Will ich das als Werbespendings investieren? Bin ich überhaupt in der Lage dazu, solche Spendings auch zu wuppen? Und das ist einfach eine kostenfreie Möglichkeit, mich schnell und einfach zu positionieren, weil die anderen kümmern sich in aller Regel nicht darum. Nicht. Ja? Die lassen es einfach nur nebenbei laufen. Aber das ist eine verschenkte Quelle von Neukunden. Ja? Genau. Was aber ebenfalls noch existiert, gibt es so Kombinationen wie Coworking Zürich 590, Coworking Zürich zusammengeschrieben, das gibt so viele Synonyme. Da bin ich auch in einer relativ hohen Range. Also ist zwar schon noch eine Nische, aber es wird immer relevanter, vor allem auch in Zeiten von Covid-19, zu sagen, okay, Unternehmen bauen ihre Büros ab, Mitarbeiter wollen nicht nur daheim sitzen, wollen raus, wollen vielleicht unter Menschen kommen. Plötzlich gibt es ein neues Bedürfnis, plötzlich ist vielleicht auch ein Wachstumsmarkt, den man so jetzt aktuell noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber der Kampf um diese Coworking Spaces wird halt härter, weil natürlich auch die Auslastung die zentrale Frage ist. Ja, aber es ist voll ein regionales Thema, weil ich möchte das ja nicht in München haben, das Coworking Spaces, sei denn ich bin auf der Reise. Und viele Leute sagen, okay, ich bin vielleicht gerade in Zürich auf der Reise oder ich habe Kunden hier. Ich möchte aber hier nicht daheim oder im Hotel arbeiten, sondern suche mir bewusst einen Coworking Space, um vielleicht auch Kontakte zu knüpfen oder vielleicht auch ein paar andere Vorteile zu genießen. Ja? Wir haben wirklich Klickpreise, die sind als Beispiel bei Büroräumlichkeiten Zürich, es gibt auch viele synonyme Begriffe, die liegen bei 17 Euro pro Klick. Ja? Aber die Frage ist, welche Keywords sind für mich relevant und wie positioniere ich diese Keywords einerseits in meinem Google My Business, andererseits aber organisch auch auf meiner Homepage. Ja? Weil Google erkennt mittlerweile schon relativ gut, welche Begriffe auch eine Relevanz untereinander haben. Das heißt, stehe ich bei Coworking Space oben, stehe ich vielleicht auch bei Büromieten oder Seminarraummieten oder auch bei Workshopräumen stehe ich dann ebenfalls oben, ja? Weil das auch potenzielle Zielgruppen sind. Und wenn ich diese Liste nehme, dann wird das ganz schön schnell in eine Dimension gehen von 5000 Besuchern im Monat, die ich als Suchvolumen in diesem Markt in Zürich alleine habe. Nur über die Regionalität, mehr nicht. 5000 Leute, die jeden Monat danach suchen, das ist schon für mich als Unternehmen, glaube ich, existenziell, mich dort auch zu positionieren. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man Coworking Space Zürich angibt. Ja? Ich habe jetzt mal die Ads außen vor gelassen. Aber ich schaue mir das an, hier gibt es ein Citizen Space Zürich, das ist so meines Erachtens aktuell so der Marktführer, ja, hier so in Zürich, weil er sehr zentral ist, ja, ist sehr, sehr zentral gelegen. Und die haben auch dieses Space schon mit drin, ja, das ist auch als Keyword, haben aber auch Zürich mit drin. Zwar mit U geschrieben, aber es ist dennoch relevant genug, auch über die Bewertung von 35 Stück. Jetzt schauen wir uns aber die anderen beiden Coworking Spaces an, die ebenfalls dort positioniert sind. Die haben gerade mal 4 Bewertungen. 4. 4 Bewertungen. Das ist nichts. Ja? Selbst Coworking Seefeld ist überschaubar mit 7 Bewertungen. Ja? Wie gesagt, es kommt immer darauf an, aus welcher Situation, in welcher Regionalität man sucht. Das heißt, wie weit weg ist man von bestimmten Zielen entfernt. Ne? Ich habe das sozusagen aus Deutschland gemacht, da ist relativ neutral. Da gibt es diese regionale Komponente nicht ganz so dominant. Aber wir sehen zum Beispiel Blau 10 mit deutlich. Also eine geringe Anzahl von Bewertungen von 4 Stück, hat aber Coworking Space Zürich reingeschrieben und dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen, weil es hat im Grunde diese Keywords mit regionalen Ausrichtungen und der Marke positioniert. Und das ist schon teilweise ausreichend, um gelistet zu werden. Ist schon nicht schlecht. Bei dem Coworking Space fehlt zum Beispiel die Regionalität Zürich. Würde man die eventuell mit reinschreiben, wäre es auch einfacher für Tada im Coworking-Space-Bereich dann auch zu ranken für Zürich.
ist eine Sache von unter 30 Sekunden. Thema erledigt. Ja, plötzlich habe ich aber wieder einen Faktor erfüllt. Ja, genau. Es gibt immer generelle Schemen, wie sowas abläuft. Es ist meistens immer Firmentyp und Ort, ist die Leistung und Ort, es ist meinetwegen Produkt und Ort, meinetwegen Fahrrad, Zürich. Ja, das sind dann die Fahrradläden damit gemeint. Also man muss immer schauen, welche Keywords da relevanter sind. Ist es jetzt das Produkt, was dominiert? Meinetwegen auch bei Fensterbauern ist eigentlich nicht der Firmenname oder Firmentyp Fensterbauer relevant, sondern Fenster Zürich. Das heißt, manchmal ist es sinnvoller, auch wirklich auf das Hauptkeyword zu gehen, was auch mehr Suchvolumen hat. Ja? Und schauen, dass es auch relativ kurz ist. Ein Riesenvorteil ist es meistens, auch Keyword-Domains zu nehmen. Wie zum Beispiel werbeagentur-zürich.net ist der Name der URL. Das heißt, Google wird, selbst wenn es meckern würde, dass Keywords mit reingenommen wurden in den Namen, mir niemals meine URL wegnehmen, weil es authentisch ist. Das heißt, Werbeagentur Zürich, die beiden Begriffe sind in meinem Namen und von daher ist mein Firmenname immer gesetzt. Ja, wenn ich meinetwegen heiße WAZ21, ja, dann habe ich diese Keywords nicht bewusst drin und schreibe dahinter Werbeagentur Zürich. Kann es halt passieren, dass die irgendwann rausfliegen, passiert aber relativ selten. Ich habe es zwar auch schon bei ein, zwei Projekten mit erlebt, dann ist es so, aber nicht so dramatisch. Ja? Genau, aber auch hier wieder ein Vergleich. Das, was ich fast schon erschreckend fand im Coworking Space SEO-Bereich in Zürich ist, dass unter den Top 5 nicht ein Anbieter ist. Nicht ein Anbieter, sondern alles nur Vergleichsportale wie 17 Coworking Spaces in Zürich im Überblick 2020. Ne? Also zum Beispiel Coworking Guide. Ich habe hier Work and Surf, ja, 31 Coworking Spaces. Ich weiß gar nicht, wo sollen denn hier 31 Coworking Spaces sein, aber anscheinend gibt es die. Ne? Also der Wettbewerb scheint schon groß zu sein. Man muss sich irgendwo gegen 30 Wettbewerber direkt durchsetzen. Zumindest gibt es hier eine Listung, die das suggeriert und die sind auf Platz 2 positioniert. Und wie sie alle heißen. Ja? Also es gibt hier einen hohen Wettbewerb, aber es zeigt auch gleichzeitig eine Chance. Weil es stellt euch vor, ihr seid hier auf Position 1 oder 2 als einzelner Anbieter. Dann habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal auch in den Listungen. Wiederherum sollte man sich natürlich bemühen, auch von diesen Kollegen hier Backlinks zu bekommen. Das heißt, wenn ich als Tada Coworking Space nicht in diesen Listungen drin bin, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann sollte ich auch diese Off-Page-Optimierung versuchen zu forcieren und im Zweifel auch dafür Geld bezahlen, um in die Listungen vielleicht auch auf Platz 1 zu kommen. Ja? Die anderen Coworking Spaces sagen, ja, ich bin gelistet worden. Aber wenn ihr kommt und sagt, okay, ich möchte meinetwegen auf Platz 1, was kostet mich der Spaß? Dann sind die mit Sicherheit bereit, euch auch eine Note zu geben und euch dann auch zu platzieren. Ja? Also das ist auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man auch off-site-technisch auch positionieren kann. Ne? Ich habe meinetwegen mal aus der Keyword-Recherche versucht, eine passende Seitenstruktur und eine Seitenformatierung auch zu erstellen. Also wir gehen jetzt sozusagen in die Gestaltung, wie komme ich vielleicht hier auch in diese Positionierung rein? Wie kann ich das ausdrücken? Wie kann ich das formulieren? Wie kann ich den Nutzer ansprechen? Weil der Nutzer steht immer in erster Linie, auch in der Suchmaschinenoptimierung, vor allem auch gerade in der Suchmaschinenoptimierung. Wie kann ich den Nutzer am besten für mich gewinnen? Ja? Ich habe eben schon erzählt, dass Tada eigentlich nur eine Unterseite hat, beziehungsweise zwei Unterseiten. Das heißt, die nutzen ein bisschen Coworking Zürich als Begrifflichkeit, aber noch nicht so ideal. Aber ich habe mal verschiedene Seiten aufgegliedert als Leistungsseiten. Ich würde zum Beispiel eine zentrale Seite machen nur für das Thema Coworking Space. Ich würde eine zweite Seite machen für Büromieten, weil jetzt gehen wir auch in die Substitute rein. Ja? Das ist nämlich der spannende Bereich, was andere Coworking Spaces nicht machen. Die sind nur in ihrem Fokus und nur in ihrem Tunnel. Aber die Frage ist, in welchen Bereichen kann ich ebenfalls ranken? Und auch da wieder holistisch das Thema abbilden, weil vielleicht kennt jemand das Prinzip Coworking Space gar nicht oder diese Begrifflichkeit nicht, sondern er sagt einfach, ich brauche ein Gemeinschaftsbüro, ja, oder ich brauche einen Arbeitsplatz mieten. Und das sind dann irgendwie andere Formulierungen von Begriffen. Und für jedes Segment baue ich eine eigene Leistungsunterseite auf. Das heißt, Büromieten wird eine eigene Unterseite, Arbeitsplatzmieten Zürich wird eine eigene Unterseite, Seminarraummieten wird eine eigene Unterseite, Konferenzraummieten wird eine eigene Unterseite, weil ein Seminar ist klein, Konferenz ist groß. Ja? Je nachdem, ob das auch zu meinem Leistungsspektrum passt. Aber es sind zwei verschiedene Bedürfnisse.
Oder zum Beispiel Workshop-Raum und Seminarraum könnte ich vielleicht miteinander auch verbinden. Spare ich mir die Arbeit, kommt immer darauf an, ob ich die Keywords von der Länge her auch reinbringen kann. Ja? Und sind diese Keywords auch synonym? Wie finde ich das heraus, ob diese Keywords synonym sind? Google. Wenn da eine ähnliche Listung kommt bei Konferenzraummieten und Seminarraummieten, weiß ich, okay, ich kann mir sparen, ich kann es vielleicht zusammenpacken. Ja? Im Zweifel differenziere ich aber die Segmente und gehe auf die Bedürfnisse eines Konferenzraummietenden ein, aber meinetwegen auch auf die Bedürfnisse eines Seminarraummietenden. Weil das ist der entscheidende Faktor. Welche Erwartungshaltung hat ein solcher Suchender? Ja? Und da gehen wir gleich auch noch drauf ein, was ist das Ziel einer Suche? Ja? Genau. Und hier hat man natürlich auch weitere Elemente, wie zum Beispiel eine Über-uns-Seite darf nicht fehlen. Das ist ein Trust-Element. Ja? Also eine Über-uns-Seite. Ja, viele vernachlässigen das, das gehört aber dazu. Genauso wie auch meinetwegen eine Kontaktseite und ein Impressum. Ja, das sind so Standardsachen, aber eine Über-uns-Seite ist auch ein Standard geworden. Ja? Und auch meinetwegen Jobangebote, Karriere und sowas, auch ganz gut. Genau, schauen wir uns die Formatierung an. Ich habe hier mal die Keywords versucht, mal zu ordnen. Ja? Das ist jetzt meinetwegen eine Unterseite zum Thema Coworking Space Zürich. Das heißt, die URL heißt dann auch coworking-space-zürich mit OE geschrieben, nicht mit Umlauten. Ja? Und darüber hinaus habe ich hier vier Varianten aufgezeigt, wie ich meinetwegen USPs formulieren könnte. Das heißt, der Wortstamm meistens bleibt vorne gleich. Ich habe aber auch die Brand vorher nochmal ganz klar reingesetzt. Die Brand kann aber auch, die Marke kann auch hinten angesetzt werden. Aber für mich war Tada ist eine kurze Marke, da ist schon sinnvoll, die auch vorne mit reinzusetzen. Auch weil es Google meistens auch automatisch selber macht bei vielen Seiten, auch im regionalen Bereich. Auch wenn das hinsteht, nimmt Google diesen Snippet und haut das Ding vorne rein. Aber hier hinten ist eigentlich jetzt die Frage, wie kann ich auffallen? Emojis, wie ihr hier seht, bringen Farbe rein. Farbe schafft Auffälligkeiten. Wir gucken noch mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Hier arbeitet keiner mit Farben, aber die arbeiten mit Zahlen. Weil Zahlen gehen sofort in den Blick, ins Blickfeld. Ja? Was ich hier natürlich auch habe, ist so dieser Vergleich. Ich will einen Überblick. Jemand hat gar keine Ahnung von der Stadt, hat keine Ahnung von den Coworking Spaces und will einen guten Rat haben. Das heißt, deswegen ranken auch diese ganzen Vergleichsportale relativ stark. Ja? Ist ähnlich auch meinetwegen mit Software, ist es auch so. Oder mit Anbietervergleichen. Die ranken auch bei Restaurants. Ne? Top 10 Restaurants in Zürich, auch die ranken meistens auf Position 1 und weniger die Anbieter selber. Deswegen ist das Local SEO oder das Local Snack Pack umso wichtiger, weil das schaffen die Vergleichsportale nämlich nicht, weil sie selber nicht der Anbieter sind. Genau. Und eins, was ich immer gerne mache, sind diese sogenannten Heavy Checkmarks. Ja? Das heißt, relativ weit vorne, weit in der Description, versuche ich immer die Keywords unterzubringen. Coworking Space Zürich, in der URL Coworking Space Zürich, im Title relativ weit vorne Coworking Space Zürich und versuche dann hier hinten die sogenannten Buzz-Keywords zu positionieren. Ja, meinetwegen Top-Preis ab 27 Schweizer Franken. Also mit einem Preis kann ich zum Beispiel gut arbeiten, weil es natürlich auch ein finanzielles Thema ist. Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, wenn es ein Vorteil wäre, direkt im Zentrum, direkt am Bahnhof. Ja? Wir haben jetzt meinetwegen den vielleicht kleinen Nachteil, dass wir in Zürich Albisrieden sind, ja? Sondern nicht so zentral. Wir greifen es aber über die Meta-Description dennoch auf, weil vielleicht jemand auch Albisrieden als Viertel vielleicht sucht. Ja? Wir sollten auch unseren Ort, in dem wir uns befinden, dann auch im Inhalt dann auch später beschreiben. Ja? Wegbeschreibung machen. Lösungen aufzeigen, wie komme ich vom Hauptbahnhof oder vom Flughafen schnell in das Coworking Space. Welche Hotels sind vielleicht in der Nähe, die ich auch zusätzlich, auch wenn ich eine Geschäftsreise mache, auch finden kann. Ja? Oder gibt es Parkplätze, Anfahrten, das Verkehrsmittel. Also das, man muss sich wirklich in den Nutzer reinversetzen, welche Informationen braucht er, um meinen Service zu nutzen. Und wenn ich als Einziger wirklich diese Mehrwerte, diese Informationen biete, dann sagt er, alles klar, die haben sich den Kopf gemacht, die haben einen Plan gemacht und ich habe hier eine Anleitung. Ja? Wie sollte ich mich hier vielleicht damit auseinandersetzen? Aber es gibt zum Beispiel auch kostenfreie Testen, kostenfreier Probetag, sowas kann man auch einführen, um die Hemmschwelle auch zu senken, vielleicht jemanden auch damit auch anzufüttern. Ähnlich ist es ja auch bei Fitnessstudios, die sagen zwei Wochen Probezeit for free oder sowas, ne? Und versuchen auch darüber Kunden zu generieren. Oder meinetwegen ab 9,99. Da kann ich manchmal auch einen Jahrespass nehmen und kann sagen, so, wenn du jetzt einen Jahrespass hast, kostet dich das am Tag Summe X. Und dann kann ich auch diesen Wert vielleicht noch weiter drücken.
Ja, ich habe jetzt einen halbwegs realistischen Wert genommen für ein Halbtagesticket. Kompliziert ist aber jetzt hier nicht weiter. Ne? Was wir aber natürlich haben, ist ein USP, und zwar die Kinderbetreuung. Das könnte im Vergleich zu vielen anderen ein Alleinstellungsmerkmal sein für Alleinerziehende, für berufstätige Eltern, um da auch wieder zu punkten. Absolut, das kann ja jederzeit wieder der Fall sein, und dann ist guter Rat teuer. Ne? Aber das sind Möglichkeiten, um Klicks zu generieren. Wir wollen immer versuchen, dass die sogenannte CTR, die Click-Through Rate, also das Verhältnis zwischen der Impression meiner Anzeige und dem Klick, dass der hoch ist. Ich habe es vorhin mal gezeigt, und zwar auf Platz 1 habe ich 9,2% der Klickrate. Das heißt, ich habe von 1600 Impressionen, die meine organische Anzeige gesehen haben, habe ich nur 151 Klicks generiert mit der Position 1. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Rate sollte man auch organisch versuchen zu erhöhen. Auch als Blogger ist es wichtig, nicht nur die Keywords zu platzieren in der Recherche, sondern auch Ansprachen so zu formulieren, dass eine Klickrate hoch ist. Ja, effiziente Titel zu definieren. Genau. Übrigens, hat jemand von euch schon mal mit dem Keyword-Planer überhaupt gearbeitet? Ja? Noch nie? Also, generelle Empfehlung, ihr müsst ein Google Ads-Konto euch anlegen, ads.google.com, und dort gibt es ein Tool, das nennt sich den Keyword-Planer. Leider bekommt ihr dort nur die exakten Ergebnisse, wenn ihr auch Geld ausgebt. Wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr nur noch die Ranges 10 bis 100, 100 bis 1000, 1000 bis 10.000 angegeben. Aber mit diesem Keyword-Planer müsst ihr arbeiten, genauso auch, indem ihr Keywords googelt und schaut euch die sogenannten Google Suggests an, diese Vorschläge, die automatisch verlängert werden in der Suche oder die auch unten auf der Seite 1 unten stehen. Da bekommt ihr auch Keyword-Kombinationen raus, die relevant zum Thema stehen. Ja? Es gibt auch noch freie Keyword-Planer, kann man auch mit nutzen. Ja, gibt es verschiedene Tools, einfach mal googeln. Gibt aber auch Keyword Explorer von Ahrefs oder auch von Sistrix. Aber Google Keyword Planner ist immer noch so der genaueste. Ja? Genau. Tada zum Beispiel hat keine Meta-Description. Das heißt, Google muss sich aus dem Content selber die Meta-Description rausziehen. Ich kann das natürlich Google überlassen, aber Google ist halt nicht immer clever. Google versucht viel über die Algorithmen zu regeln, aber treffen nicht immer auch den Tenor, den wir uns eigentlich vorstellen. Ja? Deswegen sollten wir Google das nicht überlassen, sondern sollten selber die Entscheidungshoheit haben und selber schauen, wie wir auch sowas positionieren. Ähnlich sieht es auch aus bei den sogenannten Header-Überschriften. Das ist der aktuelle Stand von Header-Überschriften von Tada Coworking Space. Das heißt, ich habe hier oben Coworking und Kinderbetreuung, ein neues Arbeits- und Betreuungsmodell. Was fehlt oben? Es fehlt das Keyword Space. Es fehlt das regionale Keyword Zürich. Schade, kann ich doch einfach auch nennen, meinetwegen in Zürich Albersrieden. Ich habe eine andere Formatierung gewählt, und zwar Coworking Space in Zürich mit Kinderbetreuung Doppelpunkt ein neues Arbeits- und Betreuungsmodell. Tut keinem weh, ist zwar ein bisschen länger die Überschrift, ist aber die zentral wichtigste Überschrift. Man sollte nur eine H1 positionieren, eine H1, nicht mehr eine, ja? Hier habe ich zum Beispiel eine zweite H1 auf der aktuellen Seite, weglassen. Das heißt, die Struktur sollte ähnlich wie in einer Hausarbeit klar strukturiert sein, ne? Mit verschiedenen Hierarchien. H1 als Leitüberschrift, ich habe ja auch keine zwei Leitüberschriften meiner Hausarbeit oder meiner Masterarbeit oder ähnliches. Dann habe ich verschiedene Unterüberschriften über die Header 2 Überschriften, und in den jeweiligen Header 2 Kapiteln kann ich dann natürlich dann auch wieder unterscheiden mit Header 3 Überschriften. Diese Hierarchie sollte man einhalten. Ja? Und alles, was Quatsch ist, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Adresse, Telefon, E-Mail, Anfahrt, das sind sozusagen die Kontaktdaten hier unten, die muss ich nicht zwingend formatieren, es sei denn, ja, das ist eigentlich nicht so zwingend notwendig. Öffnungszeiten kann ich zwar reinbringen, aber es reicht, wenn ich das als H3 definiere. Kontakt und Öffnungszeiten. Habe ich hier zum Beispiel gemacht, H3, Kontakt und Öffnungszeiten, unsere Partner ist noch ein Element, was drauf war. Und habe im Grunde hier ein paar Varianten gelassen, dass ich was zur Kinderbetreuung schreibe, was für die verschiedenen Räumlichkeiten, könnte ich jetzt auch machen. Hier können Sie nicht nur Ihren Arbeitsplatz mieten, ja, sondern Sie können hier meinetwegen auch Bürogemeinschaften eröffnen. Geht ja auch, kann ja mit 2, 3 Leuten kommen und hier ein Büro machen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel auch, wir haben Angebote für Konferenzen, Seminare und Workshops. Und das in verschiedenen H3-Überschriften positionieren mit internen Verlinkungen auf die Unterseiten.
Das heißt, diese Coworking Space Seite ist nur eine Übersichtsseite mit verschiedenen Elementen, die dann immer wieder rüber zeigen. Aber auch hier wieder nicht vernachlässigen im Content: Anfahrtsbeschreibung, Vorteile klar hervorheben, Verkehrsmittel hervorheben, Hotels in der Nähe hervorheben, die dann nur angeschnitten werden und werden wieder auf tiefer gehende Seiten wieder verwiesen. Das heißt, wir teasern nur an und wenn er sich dafür interessiert, dann schicken wir ihn rüber. Ja? Und so kriegen wir eine Content-Struktur rein und auch eine Logik rein. Ja? Also versetzt sich da einen Nutzer. Jetzt kommen wir in den Aspekt der On-Page-Optimierung. Jetzt geht es ein bisschen ins Technische, ist aber eigentlich nicht so dramatisch. Ja? Es geht natürlich um die Variante, meine Seite sollte responsiv sein, das heißt für mobile Endgeräte optimiert. Ist für uns vielleicht logisch, aber nicht für alle. Je nachdem, was das für ein Stand ist. Ja? Man kann diese mobile Optimierung auch checken. Das geht auch über diese Search-Konsole als Tool. Ja? Kann ich einfach die Seite reinhauen, die URL, und kann checken, okay, liebes Google, bist du mit dieser Seite einverstanden? Kostenfreies Tool, kostet nichts, kann ich mir Feedback einholen. Wenn ihr irgendwelche Fehler findet, sage ich, hallo lieber Programmierer, bitte behebt diesen Fehler. Ist nicht so cool, Google mag das nicht. Ja? Sondern es soll mobile-friendly sein. Ja? Hier zum Beispiel bei Tada ist alles im grünen Bereich, alles cool. Wenn es nicht cool ist, bekommen wir auch über die Search-Konsole eine E-Mail, bekommen wir Fehlermeldungen. Und diese Fehlermeldungen sollte man dann ernst nehmen und sollte die versuchen zu bereinigen. Ja? Ebenfalls gibt es einen Mobile-First-Test und der geht aber eher um die Ladezeiten. Ladezeiten vor allem im mobilen. Desktop wird eigentlich fürs Ranking nicht mehr bewertet, sondern es ist immer ein Mobile-First-Crawl. Ja? Google schaut sich die Seite an, ist mobile-friendly, ist mobile-first, alles klar. Ladezeiten müssen im mobilen gut sein, weil danach wird auch ausgewertet, ob ich auch im Desktop-Bereich gut positioniert bin oder nicht, wenn ich zum Beispiel im B2B-Bereich stärker bin. Ja? Aber generell haben wir hier nur eine Ladezeit von 59 von 100 Punkten. Welche Probleme damit einhergehen, findet man über Google Page Speed Insights, ist auch ein eigenes Tool. Und dort kann ich im Grunde schauen, sind die Bilder nicht komprimiert, habe ich zu viel JavaScript, habe ich meinetwegen irgendwelche anderen Tools, die meine Seite langsam machen. Und dann muss man sich natürlich wieder mit einem Programmierer hinsetzen und schauen, okay, wie kann ich meine Ladezeiten reduzieren? Also den Nutzer wieder in den Vordergrund stellen. Wer lange Ladezeiten hat, ist nicht so geil, der will schnell Ergebnisse haben. Ne? Genau. Es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten von On-Page-Optimierungen. Ich habe gerade schon gesagt, natürlich, ich kann meine SEO-Formatierung mit irgendwelchen Emojis versehen, um höhere Klickraten zu bekommen, oder mit irgendwelchen Buzz-Keywords und Zahlen. Zahlen sind wieder so ein elementarer Faktor. Aber ich kann zum Beispiel auch Sterne mit reinbringen. Ja, wo kriege ich jetzt diese Sterne her? Die haben mit Google My Business nämlich nicht immer was zu tun. Im Google Ads-Bereich kann man zum Beispiel externe Seiten verlinken, um dort Sterne zu bekommen, braucht aber, glaube ich, 140 Bewertungen oder 125. In diesem Bereich kann man externe Portale wie Proven Expert, Trusted Shops, Trust Army im Shop-Bereich, aber man kann auch ja, über andere Wege sich auch Sterne organisieren. Die Frage ist, es muss eine externe Quelle sein, die im Grunde Bewertungen zulässt und dann bindet man nur ein Skript ein und kriegt diese Sterne als sogenannte Google Aggregate Ratings ausgeworfen. Klingt sehr, sehr schwer, aber dieses Google Aggregate Rating ist im Grunde nur eine externe Quelle, die im Grunde eine Rezension und Bewertungen ausliest. Ja? Nur, dass ihr davon gehört habt, Shops machen das sehr, sehr häufig über Trust Army, Trusted Shops und wie sie alle heißen. Für Dienstleister nimmt man häufig Proven Expert, kostet meistens so ungefähr 50 Euro im Monat. Bisschen teuer, aber ich habe Sterne und dadurch höhere Klickraten. Ja? Weil die meisten anderen haben keine Sterne mehr. Das gab es jahrelang, waren Sterne überall präsent. Heutzutage ist es wirklich nur für die, die es auch wirklich begreifen und verstehen. Was wir noch hier haben, sind die sogenannten FAQ-Markups. Die kamen eigentlich so Ende letzten Jahres, wurden die ausgerollt. Und man sieht schon, wie groß plötzlich diese Suchanzeige wird. Da nehme ich ganz schön viel Platz ein. Und ich bringe sogar Informationen rein, indem ich schon Fragen beantworten kann. Diese FAQ-Markups kann man einfach selber generieren, mit HTML-Code oder mit verschiedenen, meinetwegen WordPress-Scripts und kann den Code einfach implementieren. Und plötzlich wird er im Idealfall nicht zu jedem Thema, aber er wird mitunter ausgelesen und vergrößert letztendlich den Spielraum. Es ist eine Vorbereitung zur sogenannten Voice Search. Hallo Google, was ist SEO? Das ist die Vorbereitung. Das heißt,
Google liest dann diesen Text vor, der aus den FAQ-Markups drin ist. Das heißt, auch hier geht es in ein neues Zeitalter, mit FAQ-Markups in diese Voice Search schon zu investieren und sich dort schon zu platzieren. Ja? Ähnlich gibt es auch diese Bereiche schon in anderen Bereichen, also gibt es so ähnliche Suchanfragen. Das heißt, auch im regionalen Bereich ploppt das dann auf. Ich glaube, das habe ich, hab ich später noch mit drin. Also komme ich gleich nochmal darauf zurück, auf die FAQ-Markups. Was es auch noch gibt, sind die sogenannten Mikrodata allgemein. Die können zum Beispiel Events sein. Plötzlich habe ich hier schon in der Suchanzeige Events mit einem Datum ausgelesen. Und der Nutzer kann sich direkt schon in der Suche schon für ein Event meinetwegen entscheiden. Es geht super bei Umschulungen, es geht super bei Konzerten etc. Ne? Ist sehr, 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 sehr nützlich. Deswegen über schema.org bekommt man eine Hülle und Fülle, das ist ein Blog von Google, wie man letztendlich Mikrodata platziert, weil sie beschreibt im Grunde Daten. Das ist nicht nur eine Zahl, sondern das ist eine Postleitzahl. Und somit werden Zahlen klar definiert, wofür sie stehen. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Aspekt, was richtig wichtig ist. Und das ist eine sogenannte JSON-LD-Datei, die man oder eine Formatierung, die man in seine Homepage mit reinbringen sollte. Und zwar am besten in den Footer. Und zwar sind das verschiedene Pflichtfelder, wie zum Beispiel Name der Firma, URL, Telefonnummer, Öffnungszeiten, Land. Und da gibt es ein Tool, das ist von technicalseo.com. Und dort gibt es einen Schema-Markup-Generator. Und das sollte man auch dort implementieren auf der Homepage. Sehr, sehr wichtiges Tool, weil es die Verbindung ist, Auslesbarkeit von Daten auf der Homepage und dem Google My Business Account, die miteinander verknüpft sind und die sozusagen auch dieses Matching haben. Genau. Ähnlich dann auch nochmal, kann man das auch nochmal prüfen auf der Search-Konsole. Ja? Was man auch machen sollte im regionalen Bereich, Google Maps einbinden. Schnell, präsent, damit die Anfahrt sofort vonstatten gehen kann. Öffnungszeiten sofort positionieren, weil das sind vor allem regional wichtige Anhaltspunkte, vor allem wenn ich eine Öffnungszeiten habe, Ladengeschäft wie jetzt bei dem Coworking Space bei Tata. Das muss rein. Schnell navigieren, schnell Informationen bereitstellen. Genau. Man sollte auch Bilder formatieren, man sollte keine Stockfotos nehmen. Ja? Man sollte den Content natürlich passend aufbereiten und entsprechend platzieren. Aspekte meinetwegen der Ladezeitenoptimierung habe ich schon angesprochen. Es gibt auch noch weitere Probleme, die auch einhergehen bei einer Programmierung von einer Webseite. Die wird jetzt aber den zeitlichen Rahmen ein bisschen sprengen. Ne? Ein Aspekt ist, dass ich zum Beispiel die Seite HTTPS und dann die Domain.ch, dass das nur ein Statuscode 200 sein soll. Und alle anderen Varianten, weil das ist immer so, HTTPS mit www ist ja auch eine eigene Seite, soll aber per 301 Weiterleitung einfach nur frequentiert sein. Das heißt, wenn ich hier anstatt einmal 200 den Code mehrfach habe, dann habe ich Duplicate Content. Und das sollte man zum Beispiel vermeiden, ne, weil Google sich dann raussuchen muss, welche Seite will ich jetzt präferieren und welche nicht. Und das kann ich im Grunde über Einstellungen regeln. Ja. Aber es ist ein spezielleres Thema. Sollte man nochmal an einer anderen Stelle vielleicht mal ausweiten. Genau. Content ist jetzt natürlich, ich habe schon viel darüber gesprochen, wie kann man Content für welchen Bereich auch ausbauen. Natürlich muss man sich immer vor Auge halten, welches Bedürfnis hat der jeweilige Kunde. Und wie kann ich Texte, Bilder, Grafiken, aber auch Videos platzieren, um dem Kunden einen Mehrwert zu geben. Ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Thema auch für Texter in der eigenen Session, das mal zu begleiten. Was definiert einen guten Text? Guter Text ist nichts von der Stange, sondern guter Text, das dauert. Ja? Je mehr Zeit und Fleiß ich da rein investiere, desto besser wird in aller Regel der Content. Und natürlich muss ich auch meine Expertise reinnehmen. Wenn ich die Expertise nicht selber habe, sollte ich auch Expertise extern auch reinholen. Ne? Aber meistens als Unternehmer hat man diese Expertise eigentlich von Grund auf. Ne? Ebenfalls, auch ein sehr wichtiges, immer wichtigeres Thema ist die Conversion Rate Optimierung. Das heißt, jede Unterseite sollte ein eigenes Conversion Ziel haben. Weil Google weiß, wenn jemand etwas sucht, dann führt er auch eine Aktion durch. Wie zum Beispiel, er geht auf die Homepage, füllt ein Kontaktformular aus. Er füllt ein Terminformular aus. Nehmt diese Kontaktformulare ernst, weil sie werden von Google ausgelesen und bedeuten für Google Qualität, wenn sie genutzt werden. Ja, wenn ich ein Kontaktformular drauf habe und es wird nicht genutzt, sagt, pff, egal, ist nicht der sogenannte Last Click zu einem Keyword. Aber wenn jemand zum Beispiel ein Restaurant sucht, dann wird er innerhalb von 24 Stunden auch reagieren, wird das Geschäft besuchen oder wird eine Anfrage stellen.
Und das innerhalb von 24 Stunden. Und das ist ein Riesenanteil im Local SEO, den man auch ernst nehmen sollte. Man muss aber auch diese Tools auch bereitstellen. Beim Friseur, bei Tada, Terminabsprachen, Reservierungen, all das ist Standard und schafft Wettbewerbsvorteile. Und das muss ich aber für jede Unterseite einzeln definieren. Was ist das Ziel dieser Unterseite? Und man sollte nur ein primäres Ziel mit dieser Unterseite auch verfolgen und nicht mehrere, ja? Sondern eher die wichtigste Entscheidung am Anfang abfragen. Und man kann das sehr, sehr gut tracken, auch mit dem sogenannten Google Tag Manager bzw. Google Analytics ist das Tool dahinter, auch ebenfalls kostenfrei. Und man kann auch AB-Tests machen mit dem sogenannten Google Optimize. Das heißt, ich mache einfach nur die Seite, das Formular platziere ich oben hin und beim zweiten Test platziere ich das Formular nur als Button oben in die Bildbühne und schaue, wie hoch ist die Interaktionsrate und wie hoch ist die Conversion-Quote. Und somit muss ich Hypothesen aufstellen und dann belegen und dann wieder weiter testen oder widerlegen. Genau. Wir hatten gerade die FAQ-Markups, die sind auch wichtig für den Content-Bereich. Über Tools wie alsoask.com kann ich Keywords eingeben und kann checken, gibt es dort Suchanfragen. Und zwar Fragen in dem Sinne. Hier sieht man es zum Beispiel bei Coworking Space, gibt es die Regionalität und dann habe ich hier unten drunter, ist jetzt zwar keine regionale Kombination, sondern nur Coworking Space, aber das ist ein regionales Thema. Deswegen kommt das Google Local Snack Pack auch oben. Aber hier unten habe ich Fragen. Wie funktioniert Coworking? Ja? Warum Coworking Space? Was kostet Coworking? Und genau diese Fragen müsst ihr aufgreifen, weil andere Firmen haben es schon positioniert. Das sind meistens Blogs, aber ihr könnt es wieder regional auf Zürich ausrichten. Was kostet ein Coworking Space in Zürich? Und schon wieder habe ich wieder einen regionalen Aspekt und habe regionalen Content wieder aufgegriffen. Und das sind Nutzerfragen, die sollten wir auch aufgreifen. Weil Google hat sich was dabei gedacht, warum die ausgerichtet werden. Hier sieht man nochmal die vier Themenfelder vom Content allgemein. Was sind die Suchintentionen? Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, das ist das sogenannte Google Go. Ja, ich bin unterwegs und brauche irgendwelche Informationen, wo ist die nächste Eisdiele, wo ist die nächste Coworking Space. Aber es gibt natürlich auch kommerzielle Sachen, wie zum Beispiel, ich will einen Laptop kaufen. Ja? Also was Aktionistisches und auch was Kommerzielles. Ja? Kann teilweise auch eine Hybrid sein, dass es regionaler Kauf sein soll. Ne? Meinetwegen, wo ist der nächste Fahrradladen? Oder wo finde ich meinetwegen die nächste Hosenmarke meiner Wahl, in welchem Shop? Ja, dann habe ich wieder Regionalität mit Produkt und Kaufinteresse verbunden. Ja? Ähnlich gibt es aber natürlich auch die Brands. Ja? Wo ist der nächste Starbucks? Oder wie auch immer. Ne? Das heißt, eine Affinität. Und natürlich gibt es auch dieses sogenannte Know, meinetwegen alles, was theoretisch ist, was Blog ist, was allgemeingültig ist, sozusagen die Wikipedia-Einträge zu neutralen Themen. Das sind die Intentionen und zu jeder Intention muss ich schauen, welchen Inhalt kann ich aufbereiten. Genau. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Wir sind zeitlich schon wieder, glaube ich, relativ gut drin. Ja, 5 bis 10 Minuten machen wir noch. Es ist noch keiner eingeschlafen, ist schon mal gut, gell? Ist noch interessant. Wenn es zu schnell geht, auch gerne mal sagen, stopp, halt, ich habe was nicht verstanden. Oder danach sprechen wir nochmal drüber. Ja, also die Aufzeichnung dieses Streams wird dann nochmal zur Verfügung gestellt auf YouTube. Die Präsentation kann ich auch mit bereitstellen, ist kein Problem. Ja, wobei, die wird, glaube ich, wird die mit aufgezeichnet im Stream? Wird auch mit aufgezeichnet, ist mit drin. Gott sei Dank, kann man nochmal in Ruhe nachlesen. Ein wichtiger Aspekt, auch für dieses Google Snack Pack, was auch die meisten nicht machen, weil es für die eigentlich zu trivial wirkt, sind Backlinks. Aber das ist die Seele mittlerweile neben dem Content. Ja? Weil wir sprechen immer von der Formel EAT, EAT. Ja? Google baut alles in seinem Algorithmus auf EAT auf. Ist aber nichts zu essen, sondern heißt im Grunde Expert, Authority und Trust. Bin ich der Experte zu einem Suchbegriff oder zu einem Thema? Habe ich im Grunde die Autorität, weil andere mich verlinken? Und habe ich das Vertrauen, weil meine Seite vertrauenswürdig aussieht? Ja, oder also die wichtigste Frage ist mal, würde ich diese Seite einem Freund empfehlen, dass er dort etwas kauft oder etwas konsumiert? Das ist die Frage des Trust. Deswegen auch Trust ist wichtig, diese Über-uns-Seite letztendlich authentisch zu sein. Ne? Was wir aber jetzt nochmal machen wollen, und das ist eine Hausaufgabe für jeden, der einen Google My Business Account vorantreiben will, tragt euch in Branchenbüchern ein. Das sind die sogenannten Local Citations, das sind die Unternehmensnennungen. Man kann es über Pressemitteilungen machen, das sind eher unstrukturiert, da ist auch kein Backlink notwendig. Google kann es dennoch auslesen, dass dort eine Firmierung angegeben ist.
Dann gibt es aber die strukturierten Citations und das sind Verzeichnisse, News, Social Media. Ja, das heißt, legt euch die ganzen Social Media Accounts an, bringt euch zumindest einen Backlink. Ja? Was ich zum Beispiel für die Bildersuche richtig geil finde, ist Pinterest. Könnt ihr euch mit Bildern international Backlinks holen. Ja, weil das sozusagen, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und man muss sie nicht übersetzen. Es sei denn, es sind irgendwelche Grafiken mit Keywords drauf. Aber Bilder ist mega gut als Backlink-Aufbaustrategie. News-Seiten, klar, man kann Gastbeiträge, Gastartikel schreiben, auch eine Möglichkeit. Aber das Wichtigste sind Verzeichnisse. Ja, es gibt so viele Branchenbücher in der Schweiz, aber man hat sich nie die Mühe gemacht, sich damals einzutragen. Aber es bringt eine richtig große Menge, weil es gehört zu einem authentischen Unternehmen dazu, dass man da auch zitiert ist. Und je mehr man davon hat, desto stärker wird man auch beim Google Local Snackpack gerankt. Und natürlich auch wichtig ist diese Off-Page-Optimierung über die Backlinks. Das heißt, fragt eure Kunden, fragt eure Partner, fragt befreundete Unternehmer, die auch Webseiten haben, fragt befreundete Blogger und sagt, hey, können wir irgendwie meine News schreiben oder könntest du mir irgendwie einen Backlink geben? Aber nicht einfach einen Backlink geben aus irgendeiner Liste, wo 10, 20 Backlinks rausgefeuert werden, sondern macht es relevant. Ja? Wie könnt ihr relevant euch Content aufbauen zu dem Bereich? Und das ist klassisch, das, als Texter weiß man, das sind Blogs, das sind andere Unternehmenszitierungen, Portale, Magazine, da kann man auch Sachen einkaufen, wenn es gar nicht geht, weil man vielleicht ein Thema hat wie Inkasso und keiner will einen verlinken, dann gehe ich halt auf Backlink-Kauf. Ist aber auch wieder so eine Grauzone, kann gut gehen, muss man die richtigen Backlinks kaufen, wenn die spammy sind und werden von Google erkannt, kann es auch zur Abstrafung führen, ist man ein halbes Jahr raus aus dem Rennen. Ja? Aber auch, wie gesagt, Partner organisch versuchen, Backlinks aufzubauen. Kunden ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Eure Kunden sollten euch verlinken. Und wenn sie es nicht machen wollen, dann schafft Anreize. Wie meinetwegen Rabattierung. Wenn es gar nicht geht. Ja, monetär. Man kann das auch sehr schön auch rausfinden bei den Firmenverzeichnissen. Diese Citations, diese Locals. Gibt einfach ein Schweiz und dann Leerzeichen in Title und dann in Hashtag, Gänsefüßchen Firmenverzeichnis. Dann sucht er nämlich alles, was mit Schweiz zu tun hat und im Titel steht dann Firmenverzeichnis. Und plötzlich habt ihr eine Riesensuche von Google und könnt die alle abarbeiten. Und wenn ihr mit Firmenverzeichnissen durch seid, dann macht ihr Branchenbuch oder Branchenverzeichnis und dann geht ihr dort rein. Das macht man, ja, so 50 bis 80 ist so schon extrem. Kann man so jeden Monat machen, jeden Monat eine Stunde und legt sich Accounts an. Am besten eine Excel-Tabelle für die ganzen Kontaktdaten und für die ganzen Sachen, die man eingetragen hat, weil die müssen auch stimmen. Ein Umzug ist dann richtig fies, ja, weil da müsst ihr überall reingehen und müsst wieder alles ändern. Ja? Es gibt auch ein Tool, was das euch erleichtert, und zwar nennt sich das whitespark.ca. Ist im Grunde ein sehr, sehr schönes Tool, kostet 25 Euro im Monat, übernimmt die Arbeit der Sichtungen und ihr könnt darüber auch die Wettbewerber analysieren. Wo haben die ihre Citations und wo habt ihr eure Citations und wie könnt ihr auf dasselbe Niveau kommen und dann halt auch mit weiteren Citations die überflügeln. Gar kein Problem. Ja? Hier gibt es noch eine Liste bei blueglass.ch, gibt es einen Blogbeitrag von 2018 mit den wichtigsten Citations. Einfach googeln, relativ easy. Genau, local.ch ist der Leader oder search.ch und sowas gibt es dann auch. Backlink-Aufbauten, das ist jetzt ein Tool, sind jetzt die Ahrefs. Man kann es halt auch schauen, wie viele Domains verweisen auf einen. Ja? Oder wie stark sind auch die Domains und man geht immer von zwei Werten aus, von der sogenannten URL-Reputation, ja, von der ganzen Webseite oder auch von der Domain-Reputation. Ja? Dieser DR ist eigentlich ein bisschen ausschlaggebender und gibt ein ganz klares Signal, wie stark ist die Reputation. Das Problem bei Tada ist, die haben einerseits tada.ch, haben aber eine Unterseite für den Coworking-Bereich als Subdomain gemacht. Coworking.tada. Und man sieht plötzlich, die Domain ist zwar identisch, aber die wird auch von Google eigentlich differenziert behandelt. Deswegen ist auch dieser UR-Wert deutlich niedriger. Ja, der ist nicht bei 23, sondern bei 12. Ja, und eigentlich verschenke ich hier eine Menge Potenzial, weil ich mit Subdomains das zu krass trenne. Deswegen sollte man auf Subdomains verzichten. Es sei denn, es muss wirklich thematisch klar getrennt werden, das ist immer eine Frage. Aber ich fange eigentlich, das ist wie eine eigene URL. Ja, und es gab letztes Jahr ein Update, da wurden alle Subdomains abgestraft, weil viele, viele große Unternehmen wie auch Spiegel.de, ja, oder Spiegel.ch, whatever, also große Nachrichtenportale, haben Subdomains verkauft, vermietet, weil die Reputation vererbt haben.
Das hat aber Google gecheckt und hat gesagt, lass, hört mal auf damit, ne? Deswegen Subdomains lieber nicht reinnehmen. In der Search-Konsole habt ihr auch eine Übersicht, welche Seiten auch verlinkt sind, extern wie intern, und könnt auch da nachvollziehen, wie hat Google schon Backlinks erkannt. Manchmal dauert das auch, bis die dann auch ins Ranking auch eingeschoben werden. Genau. Deswegen Search-Konsole sehr, sehr wichtig. Geht richtig gut ab. Anderes Thema sind die Google Ads. Ist auch ein Thema für sich, aber geht auch in das regionale Suchmaschinenmarketing. Das heißt, wir haben in aller Regel auch hier die Möglichkeit, regional auszurichten. Ne? Das heißt, ich kann natürlich auch bezahlt reingehen und agieren. Ich kann dort meine Title angeben, ich kann dort meine Descriptions angeben, ich kann mehrere Anzeigen gegeneinander spielen lassen. Versuche auch hier wieder die CTR hochzuhalten, denn es gibt nämlich auch hier Qualitätsfaktoren. Es gibt zum Beispiel Qualitätsfaktor die Klickrate. Wie hoch ist die Klickrate wahrscheinlich? Wenn die überdurchschnittlich ist, gibt es Bonuspunkte. Wenn die Anzeigenrelevanz, das heißt, passt die Anzeige von den Keywords auch zu der Anzeige, zum Thema an sich, ja, passen die Keywords übereinander von der Suche und von der Beschriftung, dann gibt es auch hier wieder Bonuspunkte oder auch einen Malus. Ja. Wenn ich zum Beispiel auf eine andere Marke, wie auf ein anderes Coworking Space optimiere oder eine Anzeige schalte, nutze aber natürlich deren Marke nicht, weil das Markenrechtsverletzung wäre, wenn das ein Markenschutz drauf ist, habe aber nur Coworking Space tada, dann habe ich nicht diese Keywords auch exakt drin. Das heißt, das sollte man schon doppelt reinnehmen. Ja. Und es gibt natürlich der wichtigste Punkt, Nutzererfahrung auf der Zielseite. Wenn die Landingpage Müll ist und der Nutzer wieder abspringt, dann wird Google sagen, nee, das ist nicht so top. Ich nehme mal lieber den Preis hoch oder ich schalte deine Anzeige gar nicht. Ja? Das heißt, auch hier Qualität der eigenen Seite ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man es gut macht im regionalen Bereich, dann kriegt man auch Klickraten von über 50% auf seine Anzeigen hin. Weil das will Google, viele Klicks, viele Klicks. Aber ist der Faktor hoch, zahle ich weniger pro Klick. Ja? Es kann sein, dass der andere das Doppelte zahlt pro Klick, aber ich stehe dennoch über ihm, weil mein Qualitätsfaktor besser ist. Das ist dann immer das Ziel. Man kann es auch hier wieder regional eingrenzen, indem man sagt, okay, 20 Kilometer um Zürich oder sogar nur ganz nah Bereich, 10, 15 Kilometer um meinem Spot für das Coworking Space, um die Streuverluste regional zu begrenzen. Ja? Ähnliches ist auch im Shopping relativ interessant. Es gibt auch meinetwegen, wenn ich eine Marke von Schuhen, Schuhe ist ein sehr regionales Thema, gibt es im Grunde hier auch hier im Geschäft eine regionale Google Shopping Anzeige, wenn man das einstellt. Man kann hier generell auch wieder sich positionieren mit den normalen Ads und man kann hier wieder auch sich positionieren über das sogenannte Local Snack Pack. Das heißt, plötzlich habe ich nur zu einer Marke, wie Trippen, das ist so ein hochpreisiges Schuhsegment, 1, 2, 3 Mal Auffindbarkeit und dann unten drunter kommt dann diese normal organische Suche, wo sie dann auch nochmal 1, 2 Mal steht. Und plötzlich habe ich 5 Anhaltspunkte, um den Nutzer auf meine Seite zu ziehen. Genau. Und hier ist zum Beispiel jetzt, wenn man zu dominant ist, dass es keine Vergleiche gibt in dieser Dreierteilung, stehe ich, wenn ich wirklich richtig massiv für das Thema stehe, alleine da. Das ist der sogenannte Endgegner. Das zu schaffen auf einer neutralen Marke wie Trippen, weil die zum Beispiel als Hersteller keinen Google My Business Account haben. Das ist dann die maximale Kannibalisierung. Ne? Aber das sieht dann so aus. Und da hat man wieder das Google Shopping hier unten drin, hat meinetwegen, der Anbieter steht zwar auf 1 mit seiner Homepage, aber wir stehen direkt auf Platz 2. Als Beispiel. Das war so der Schnelldurchlauf. Ich hoffe, es geht noch. Man kann diese Google Ads Kampagnen auch ganz einfach importieren in Bing. Bing-Account, Bing Ads aufmachen, dann wird einfach nur importiert von Google Ads und wird einfach kopiert. Thema erledigt, 5 Minuten später. Und plötzlich schaltet man auch auf Bing. Und die Suchnetzwerkpartner wie Ecosia und andere Suchmaschinen werden da ebenfalls mit frequentiert. Solche bei Google sind Netzwerkpartner, Suchnetzwerkpartner, Yahoo und andere Sachen. Oder Gmail oder Google News und das sind dann auch, oder Google My Business. Auch das ist eine schöne Sache. Genau. Das war der grundsätzliche Schnelldurchlauf zum Thema, wie kann ich meine lokale Sichtbarkeit erweitern. Wenn ihr Fragen habt, können wir jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe hier nochmal die Regeln im Überblick. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Frage, die ich gerne auch mit euch besprechen will. Traut sich einer noch nicht? Aber könnt ihr erst mal sacken lassen. Ja. Also, wie würde das vorgehen jetzt? Wir arbeiten ja schon zusammen. Man ruft dich an.
Nee, das könnt ihr auch alleine machen. Also man kann natürlich mein Service da nutzen, aber prinzipiell ist es kein Hexenwerk, ja, das selber zu gestalten. Das heißt, der erste Schritt ist, wie gehe ich generell vor? Ich lege mir einen Google My Business Account an. Den beschrifte ich mit dem Namen, suche parallel dazu im zweiten Schritt schon mal die Keywords raus, welche sind für mich relevant, identifiziere das höchste Suchvolumen, positioniere diese Keywords ebenfalls in den Namen, in die Firmenbeschreibung gerne mit rein, sollte aber natürlich authentisch wirken. Wir wollen es nicht irgendwie Keywords auf Teufel komm raus reinziehen, sondern wollen es einfach nur in den Namen reinbringen. Ja? Dann natürlich auch die ganzen Funktionen nutzen, die das Google My Business auch hergibt. Und dann sind wir im Grunde schon in der On-Page-Optimierung. Wie will ich meine Leistungsseiten positionieren? Habe ich nur einen Standort oder habe ich mehrere Standorte? Habe ich mehrere Standorte, kann ich natürlich für jeden Standort eine eigene Unterseite machen. Pizzalieferanten oder Pizzaportale machen das sehr, sehr gerne. Die haben eine große Karte und dort haben die im Grunde Verlinkung auf die jeweiligen Standorte. Wofür sie ja natürlich jetzt kein Google My Business Account haben, aber die machen regionale Seitenstrukturen. Oder auch Immobilienportale. Die machen das für Basel, für Zürich, für St. Gallen, Winterthur und wie sie alle heißen. Ja? Natürlich ist es ideal, wenn ich auch an den Standorten reale Adressen habe. Ein Briefkasten reicht. Ein Briefkasten reicht. Mehr braucht man nicht. Nur für die Postidentifizierung. Das war es im Grunde. Man kann auch über das Google My Business auch mehrere Standorte gleichzeitig anlegen und verwalten. Geht auch. Ein Account, mehrere Standorte anlegen. Ja? Geht relativ fix. Wenn ich das dann gemacht habe, sollte ich die Seitenstruktur mit guten Inhalten füllen. Natürlich sollte die Webseite auch ladezeitentechnisch, mobil optimiert, sollte da schon einiges gemacht werden. Man sollte auch die Möglichkeiten der Mikrodata nutzen, wie zum Beispiel dieses Local-Formatierungen, die man mit Öffnungszeiten in diesem Local-Business-Pack nutzen kann. Ja, gibt es verschiedene Tools auch im WordPress-Bereich, findet man viele, viele Anleitungen auch dazu, geht relativ entspannt. Man macht das meistens auch mit einem Programmierer zusammen. Ja, also als Webseitenbetreiber kann man das selber machen mit eigenen Tools, aber je mehr Plugins ich mir wieder in mein WordPress-System zum Beispiel reinhaue, desto langsamer wird die Seite. Deswegen muss ich schauen, was code ich direkt ins HTML-Code rein und was mache ich über Tools. Ja. Deswegen Ladezeitenoptimierung auch hier wieder ein wichtiger Aspekt, wird immer relevanter. Ne. Dann natürlich die Frage, welchen Inhalt positioniere ich, welches Conversion-Ziel? Was soll der Nutzer machen? Und der Content soll den Nutzer auch genau zu diesem Conversion-Ziel führen. Ja? Und der Content sollte den entsprechenden Mehrwert zu seinem Suchbedürfnis liefern. Wenn jemand einen Friseur sucht, dann würde er gerne wissen, was sind erstens die Vorteile des Friseurs? Ist der Laden schick? Welche Preise haben die? Wann kann ich einen Termin buchen? Das sind die zentralen Fragen. Wenn ich die nicht beantworte, ist es schwierig. Genauso wie komme ich da hin? Ja. Ich mache nachfragen, eine eigene Webseite ist ja im Aufbau, aber ich habe zum Beispiel auf der Startseite habe ich verschiedene Buttons. Also eines mehr über mich erfahren, ist nicht direkt beschriftet, aber der andere ist Beweise sehen, also meine Referenzen, ja. Und zu unten ist noch der Kontakt, wobei man hier oben in der Navigation auch auf den Kontakt kommt. Aber ist das jetzt schlecht, dass ich drei verschiedene Ziele auf der Startseite, also drei verschiedene Aktionen anbiete? Die Frage ist, man kann das durchaus machen, man kann die aber auch von der Priorität her, ganz oben ist meinetwegen Anfrage. Oder man ist zum Beispiel clever und schaut, okay, mache ich einen Preisrechner rein. Das heißt, man kann auch kleine, interessante Tools nutzen, um das Gamification anzuregen. Ja? Was will er denn eigentlich für eine Anfrage stellen? Was für eine Art von Content will er eigentlich vielleicht auch bei dir buchen? Und da ist die Frage, wie spreche ich den an? Das kann ein einfaches Kontaktformular sein. Und drunter sind dann meinetwegen auch weitere Button wie über uns oder Referenzen, das ist vollkommen legitim. Ne? Aber die Priorität ist dann oben schon erstmal über die Leistung zu sprechen und dann sozusagen über Trust. Und Trust könnte zum Beispiel auch sein Kundenstimmen, Rezensionen, die ich auch hier schon wieder sichtbar mache. Oder meinetwegen auch USPs klar hervorhebe, warum sollte man Texte bei dir buchen und nicht bei anderen. Schnelle Reaktionszeiten, ne? Individuell spezialisiert in die und die Themen. Auch sowas kann man hervorheben. Ja, Referenzseite sollte man aber einzeln nochmal aufgreifen, einzelne Referenzseiten machen, ja, um auch externe Links auch zu positionieren für den Kunden. Und man könnte natürlich auch ebenfalls eine Preisliste auch nehmen. Aber die Preisliste würde ich auch wieder differenzieren und würde das wieder, wenn man die Preise kommunizieren will, als extra Seite auch formulieren. Ja, und natürlich macht auch neutralen Content. Baut nicht nur Leistungsseiten auf, nicht nur regionale Seiten, sondern schreibt generell über Content-Marketing. Weil das sind dann die neutralen Beiträge, die auch automatisch, wenn sie gut sind, Backlinks bekommen, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Das ist sozusagen das Ziel vom Content Marketing, Reichweite, Reputation, Expertenstatus,
Vertrauen wieder aufzubauen. Das ist wieder so ein Element. Das heißt, ohne neutralen Content komme ich hier langfristig nicht so in hohe Gefilde. Mhm. Genau. Ja. Wenn ihr wollt, können wir uns auch gerne mal ein Beispiel anschauen. Wir können auch mal live draufschauen auf eine Seite. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Livestream ist, wie wir es weitermachen wollen, Adrian. Sonst machen wir jetzt Livestream fertig. Genau. Genau. Dann danke fürs Zuhören ja. und Zuschauen. Und dann können wir uns. Genau, machen wir es intern nochmal. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr da wart. Ciao.